So, willkommen Freunde zum sechsten Teil. Aufstieg zum Wasser, geht zur Brücke des Zentralturms. Dann machen wir das doch mal. Ja, nehmen wir hier nochmal ein bisschen was mit. Ja, looten ist immer gut. Da geht's auch lang, aber wir müssen hier lang. Ich denke mal, wir verfolgen erstmal die Hauptmission. Ja, da warten schon ein paar auf mich, die es wissen wollen. Sehr gut, finish him. Ah, so geht das doch. Jawohl. Mal Sternchen einsammeln. Okay, durch die zwei Schwerter muss man natürlich nah rangehen am Gegner. Ich bin ja mal gespannt, was mich im Turm erwartet. Das kann ja nur besser werden. Alter Schwede. Bin gespannt, ob ich den komplett hochfahren muss. Trotz viel Zockerei kann ich mich immer noch nicht daran gewöhnen, C länger zu halten. Zentralraum. Zentralturm. Aber klar, dass da gleich welche kommen. Okay, besonders beeindruckt war er jetzt nicht. Der hat doch eigentlich keine Rüstung, der müsste doch zu schaffen sein. Ja, sehr gut. Ah, das ist noch einer. Mal wieder einer, der aus der Ferne schießt. Ah, sehr gut. Ja, wir wollen es doch nicht von irgendeinem Schützen irgendwie hier platt machen lassen. Wir werden aber jetzt noch mal ein bisschen Munition einsammeln. Nicht Munition einsammeln. Gesundheitspunkte einsammeln. Oh, wir sind angekommen. Das war ja passend. So, kann weitergehen. Oh, der Hammer, der hat schon ganz schön was. Der hat schon ganz schön Kraft. So, Nummer 1 haben wir. 5 brauchen wir.
Ich glaube, wir müssen die so töten, dass wir deren Energie irgendwie aussaugen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Noch ein. Sehr schön. So, die sammeln mal ein und dann heilen wir uns mal selber. Jawohl, Nummer 2 haben wir. Jo. Ja, den haben wir auch schnell erledigt hier. Ich muss noch ein bisschen was einsammeln, sehr gut. Unsere Energie muss sie wieder aufladen, damit wir dann diesen komischen Seelenschlag machen können. Ah, super. Haben wir die Seelen befreit, 4 von 5. Dann machen wir gleich so platt. Sehr schön. Ein bisschen warten hier, bis wir den Schlag wieder machen können. Von 5 haben wir, jawohl. Wir zwingen alle Gegner, das machen wir doch. Ja, sehr schön. So, jetzt hier Ruhe im Karton, ne? Ja, mit der richtigen Waffe geht doch alles. So, kehre zum Zentralturm zurück. Das machen wir auch. Macross is training his thoughts on you now. He thinks only of himself. And his enemies. Ja, die zermalmen wir am Boden hier. Das ist sehr gut. Ich glaube, wenn man die so platt macht, kriegt man auch ganz oft Energieboni, die ausgeschüttet werden. Gerade grüne Energie. Okay, jetzt haben wir uns mal aufgeladen. Oh, da hat es uns zerlegt. Thank you.
Müssen wir ein bisschen ausweichen hier. Sehr gut, die Energie haben wir auch eingesammelt. Der hat auch so viel Kraft, dass er uns trotz des Schildes auf jeden Fall treffen kann und verletzen kann. Der haut uns sogar mit Schild um. Sehr gut. Jetzt ist hier erstmal Ruhe. Jetzt geht's hier raus. Ich denke mal, wir müssen alle Türen durchspielen. So, verbleibende Zeit. Der Hammer, der ist der Hammer. So, den holen wir uns auch, den blöden Bogenschützen. Das ist feige vom Weiten her schießen, ey. Das kann ich überhaupt nicht leiden. So, den machen wir gleich mal so platt. Sehr gut. Also muss das sein. Der kommt da gerade raus. Dann muss er gleich platt gemacht werden. Sehr schön. Super. Ja, das ist doch was Feines. Da haben wir doch schön eingesammelt hier. Ja, haben wir auch noch was. So, jetzt nochmal zum Turm wieder zurückkehren. Das heißt, wir fahren immer weiter nach oben. Wir müssen immer üblere Prüfungen überstehen. The Black Tide. Those are Makros' personal soldiers. Ich bin gespannt, wenn ich wieder Levelaufstieg habe. Dann werden die sonst so wieder sich da irgendwie hinlegen. Und nur darauf warten, dass ich F drücke. Und dann kann ich sie niederstrecken. Super. So ein Seelenschlag ist echt gut. Ah, jetzt geht's hier raus. Ja, da haben wir auf jeden Fall viel. Oh, sehr geil. Ich kann sagen, da haben wir aber sehr viel geschafft. Diese Wasserwelt sieht aber schon geil aus. The Water Realm. This place is ruled by the Abyssian Host. Be warned, Orin. The creatures in this realm will be out for blood. Your blood. Fighting is a warrior's purpose. Okay, die wollen mal Blut haben. Point me towards Lunara. Patience, Orin. You'll have to overcome many ordeals before you can face that creature. Rückkehr zum Sanktum. Jawohl. Haben wir das ja auch geschafft. Das ist ja sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass ich geradeaus weiterlaufen kann. He doesn't waste any time. I'll break the barrier. I just need to know where it's coming from.
The power source is located in the Tormentor's Asylum. Der Peiniger-Zuflucht ist das, okay. Feels good to be free. No one in the Monolith is free. If this is captivity, I'll take it. Don't get comfortable. The hard part is yet to come. Of course. You can rely on me, Orin. Jetzt geht's wieder zurück. Lunara resides beneath the luminous shelter. Das Asyl des Peinigers. Das akzeptieren wir doch, klar. Great Lord Decimus. Bezwinge Decimus, aber den haben wir doch schon platt gemacht. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.